Hallo zusammen. Ja, wir haben Pfingstmontag. Ich bin endlich mal wieder am Wasser. Ich war 3 oder 4 Wochen nicht mehr am Wasser, also gut 3,5 Wochen. Also ich habe schon fast zu Hause die Tapete von der Wand gekratzt. Ich habe fast nicht mehr ausgehalten, aber ich habe leider keine Zeit gehabt. Beruflich nicht, familiär ging nichts. Ich konnte mir keine Zeit schaffen, um ins Wasser zu fahren. Jetzt habe ich eine Abendzeit oder beziehungsweise eine kurze Nachtzeit, mal so ein bisschen an einem kleinen Vereinssee zu fischen. Hier bin ich hingefahren, weil es der See ist, der für mich am nächsten ist. Und ich habe mir gedacht, fischst du da mal, auch wenn es nur die Nacht ist bis morgen früh, Hauptsache ein bisschen am Wasser. Also eine ganze Nacht habe ich nicht geschafft. Aber jetzt die paar Stündchen, wir haben jetzt 7 Uhr abends, werden vielleicht trotzdem lohnenswert sein. Ja, ich bin eben angekommen, habe meinen Schirm aufgebaut. Ich schlafe unter dem offenen Brolli zum ersten Mal dieses Jahr. Und bin da so ein bisschen um den See gelatscht und habe mal geguckt, wo die Fische sich überhaupt aufhalten. Also, und da ist mir hier vorne, links von mir, hier an der Uferkante aufgefallen, da liegen über so Bäume drin, so Büsche drin, die hat der Angelverein da reingelegt, damit die Fische dort laichen können. Dort ist die Hölle los. Da schwimmen jede Menge Karpfen rum und Brassen. Ich hoffe mal, dass die Karpfen durch sind mit dem Laichen und schwimmen den Brassen hinterher. Die vielleicht das Laichen wollen. Die sind noch im Laichstadt, die Brassen, die sind noch ziemlich dick. Die Karpfen sehen eher schlank aus. Und deswegen denke ich mir, dass es vielleicht so ist, dass die Karpfen den Brassen daher schwimmen, um den Laich zu fressen, wenn sie ableichen. Und ich hoffe mal, dass es nicht umgekehrt ist. Ich war lange nicht mal in diesem See. Ich weiß nicht, ob die Karpfen schon geleicht haben. Zumindest von der Körperstatur her sehen die so aus, als wenn die schon geleicht hätten. Aber ich werde mal mein Glück versuchen. Ja, ich komme gleich mal zum Futter und zu den Montagen. Und dann muss ich gucken, dass ich noch schnell die letzte Route reinbringe. Ganz kurz zu den Montagen, also die Montage, die ich eigentlich immer hier an einem kleinen Vereinssee verwende, dieses Cockblei-System, ein sehr weiches, aber sehr schweres Vorfachmaterial. Hier ein Longshank, eine geschälte Tigernuss, eine ganz große, und obendrauf so ein 16er Scopex Poppy. Ja, und so ist die andere Montage auch bestückt, ein bisschen anders. Da ist ein Werfter drauf und ein weißes kleines Fekon, die habe ich schon im Wasser, also eine Route wollte ich. Also ein Eisen wollte ich schon vorher haben, bevor ich euch wieder die Hucke voll quatsche. Es kann ja sein, dass im Moment einer abläuft. Und wenn ich da 2 Routen aus dem Wasser habe, dann quatsche ich nicht gerne vor der Kamera. Könnt ihr verstehen. Ja, ich kann euch mal kurz das Futter zeigen, was ich verwende heute. So. Ja, da habe ich so einen Partikelmix gemacht. Da ist alles mögliche an Partikeln drin, was man sich vorstellen kann. Da sind Tigernüsse drin, da ist Hanf drin, da ist Weizen drin, da ist Mais drin, da sind ein paar Erbsen drin. Da ist ein bisschen Cornstarch Liquid drunter. Ein paar kleine 14 mm Boilies, die ich über Nacht da drin einweichen lassen habe. Und so geht das Ganze jetzt auf die Futterstelle. Und dann kommt die Rute drauf. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir nicht noch einen von diesen hoffentlich noch nicht laichenden Karpfen oder schon abgeleichten Karpfen auf die Matte legen können. Ja, dann sage ich einfach mal, bis gleich. Jetzt mal die Rute rein und dann sehen wir uns später wieder. Ja Leute, an der linken Uferkante ist so richtig die Hölle los, wie ich eben schon beschrieben habe. Also die Brassen und die Karpfen, die tummeln sich da, und eben gab es öfters große Schwalle, das waren aber keine Brassen. Daher bin ich noch nicht ganz davon überzeugt, dass die Karpfen hier mit dem Laichen durch sind, beziehungsweise
schon angefangen haben. Dafür sind auch zu viele Fische da auf der Seite. Das ist natürlich zum Fangen großer Mist. Natürlich kann man die eventuell aus der Reserve locken mit so einem Partikelmix, den ich da gemacht habe, und darauf einen auffälligen Köder drauf. Wenn man Glück hat, ist der eine oder andere schon mit dem leichten Dorsch oder es beißt vielleicht ein Graser oder so. Also ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, aber die Chancen stehen natürlich richtig schlecht. Was mich natürlich total ärgert, ich habe eben lauter Hektik, oh, da hat es mal kurz gepiepst, ja, das war der Wind. Vor lauter Hektik habe ich eben beim Packen des Autos vergessen, meine Unterwasserkamera mitzunehmen. Die liegt noch zu Hause am Ladegerät. Weil das wäre natürlich super Aufnahmen geworden, wenn man da mittendrin liegt, in dem Schwarm der Karpfen da und der Brassen, da kann man bestimmt tolle Aufnahmen machen. Aber leider habe ich die Unterwasserkamera zu Hause im Ladegerät hängen lassen. Ja, so ist es halt. Also mit der Unterwasserkamera habe ich in keinster Weise irgendwie Glück. Obwohl die letzten Aufnahmen am Natursee, die waren ja gut, aber da kam halt in 4 Stunden kein Karpfen vorbei. Da konnte man zwar wunderbar erkennen, wie die Bleimontage liegt und wie der Köder liegt vor der Kamera, aber hat sich kein Fisch blicken lassen. Falsche Stelle, und die Fische waren dort auf jeden Fall am Laichen, weil sie dort viel, viel eher angefangen haben zu laichen. Der See ist relativ flach, 1,50 Meter bis 2 Meter ungefähr durchschnittlich. Das sind aber schon tiefe Stellen dann. Und er wärmt sich auch schnell durch den dunklen Grund, den er hat, einen ziemlich tierisch dunklen Grund, also so einen torfigen Grund. Und durch das klare Wasser erwärmt sich der See dadurch noch schneller. Ja, und dort war die Fische schon am Laichen, und deswegen hatte ich auch vor der Unterwasserkamera nichts getan. Heute wäre es der Fall gewesen, wo ich ohne eine Fische hätte filmen können, und da liegt die Kamera zu Hause. Irgendwann lerne ich das auch nochmal mit der Unterwasserkamera. Ja, ich habe jetzt schon mal meine Lampe parat gehangen am Schirmgestänge hier. Hier oben hängt auch mein Bibi-Light. Meine Gartenglocks stehen parat, also alles parat für die Nacht. Und von mir aus kann es losgehen. Es dämmert jetzt langsam, wir haben 8:30 Uhr. Und ich sage einfach mal, bis heute Nacht vor der Matte, beziehungsweise bis morgen früh. Ja, hallo Leute. Kaum hatte ich die Kamera aus, gerade nach der letzten Ansprache, und schaut mal hier. Ist der erste eingestiegen. Also völlig unbegründet meine Angst, dass die Karpfen noch am Laichen sind. Der hat zum Beispiel kein Laich mehr drin. Ich habe eben mal ein bisschen abgestriffen. Ja, der hat auf den kleinen Werfter gebissen, 40 mm Werfter und einem weißen Fekon oben drauf. Ja, so kann es gehen. Ja, dann bin ich ja guter Dinge. Vielleicht geht ja noch einer, weil so viele sich da hinten tummeln an Fisch. Und deswegen wird jetzt die Route nochmal rausgelegt und dann geht es weiter und hoffentlich kriege ich noch einen. Aber auf jeden Fall hat sich die Nacht hier schon, also die kurze Nacht, also der Trip hier an den kleinen Vereinssee, für mich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Bis gleich mal. Ja Leute, so kann es manchmal gehen. Dann denkt man, es läuft nicht, und dann läuft die Route innerhalb von einer Stunde ab. Tja, ich kann mal kurz die Montage zeigen und den Köder zeigen, wo ich den Karpfen jetzt gefangen habe. Und zwar war das hier so ein kleiner Werfter, Kokos-Vanille-Geschmack. 14 mm, ein kleines weißes Fekon oben drauf. Auch dieses schwere weiche Vorfachmaterial. Allerdings ist hier ein White Gip Haken drauf in Größe 4, der ziemlich weit durchgebunden ist. Die Bindung, die geht so parallel bis zur Hakenspitze. Das macht das Ganze auch ein bisschen stabiler. Und da ist hier normale Safety Clip Montage drauf. Und da habe ich den Gummi nicht ganz drauf geschoben hier, ne? Damit das Blei schnell weg ist, falls der Fisch sich festsetzen sollte oder im Drill den Kopf schüttelt, damit er gar nicht Oberfläche kommt, weil da ist alles vor Hindernisse und da ist so ein Blei nur hinderlich. Und ich bin normal kein Fan davon, Blei zu verlieren, aber in dem Fall ist es halt notwendig. Ja, die Route kommt jetzt nochmal raus und dann würde ich sagen, bis später mal.
es dämmert. Ich habe alles parat gelegt, meine Lampen rausgelegt. Meine Gartentrock steht vor der Liege. Jetzt kann es losgehen. Also auf den Stellen, auf den zwei Stellen ist auf jeden Fall noch Aktion. Habe ich noch Fische an der Oberfläche gezeigt und da sind einige Gründelblasen. Also ich denke mal, mit viel Glück wird dann Abend noch was gehen, beziehungsweise heute Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Ja, eigentlich bin ich schon zufrieden mit dem einen Fisch. Hätte ich nicht mit gerechnet, vor allem an diesem See nicht. Der ist einmal ein bisschen heikel, aber anscheinend haben die Jungs Kohldampf. Und ich bin mal ausnahmsweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich hoffe jetzt noch ein bisschen auf die Liege, beobachte noch ein bisschen das Wasser. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später nochmal. Tja Leute, ich habe wohl doch recht gehabt. Wir haben 3 Uhr nachts, die Fische haben jetzt angefangen zu laichen, äußerst ungewöhnlich. Obwohl jetzt auffrischender Wind ist, es ist kühler geworden. Und jetzt mitten in der Nacht fangen die an zu laichen, weil die wühlen hier gerade komplett diese Uferkante durch, wo die ganzen Bäume im Wasser liegen und sind dort am Laichen. Also heftig, also ich habe sowas nachts noch nicht so heftig mitbekommen. Ich habe eigentlich gedacht, die Fische wären schon durch gewesen, weil wir so lange warme Tage hatten in der letzten Zeit. Und normalerweise sind sie dann zu dem Zeitpunkt im Jahr schon durch. Und jetzt, also ich weiß nicht, ob man es hört, aber man hört es andauernd hier klatschen und die Fische flügen komplett die Uferkante durch. Also hatte ich doch recht gehabt. Die sind noch nicht durch gewesen im Laichen und jetzt fangen sie an zu laichen. Ja, da war eben Glück wahrscheinlich, dass ich noch einen abgreifen konnte, obwohl er ziemlich schmal war und hatte kein Laich mehr drin. Ich habe den so leicht abgestriffen, aber da kam nichts mehr raus. Vielleicht sind noch nicht alle Fische durch gewesen und nur die kleineren vielleicht, dass sie vielleicht eher angefangen haben. Man weiß es nicht genau, das ist immer so eine Wissenschaft für sich. Ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich der einzige Karpfen gewesen sein, den ich eben fangen konnte. Eventuell könnte ich noch was fangen, wenn es hell wird, aber ich denke mal nicht. Also wenn die Jungs am Laichen sind, vielleicht beißt noch ein Gras oder sowas. Mal schauen. Ja, äußerst ungewöhnlich. Also nachts habe ich sowas noch nicht erlebt. Vor allen Dingen hier nicht. Und normalerweise kenne ich das nur, dass sie in der prallen Sonne schön anfangen zu laichen, wenn das Wasser auch die dementsprechende Temperatur hat in der Sonne. Naja, manchmal kommt es anders, als man denkt. Ja, dann haue ich mich jetzt nochmal aufs Ohr, falls ich schlafen kann, aber meistens die Fische, die kommen bis hier vorne unter die Ruten und machen hier richtig Palaver. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit aufgewacht, weil der andere laute große Schwalle waren. Aber ich versuche mich noch mal ein bisschen aufs Ohr zu hauen und morgen früh weiß ich mehr. Ja, langsam wird's hell. Ich habe natürlich kein Auge mehr zugemacht, weil es hier laut am Platschen ist die ganze Zeit. Das ist natürlich ein super Naturereignis, finde ich. Also das ist ein tolles Schauspiel. Und wenn es gleich ein bisschen heller ist, da juckt es mir schon in den Fingern, euch das mal zu präsentieren. Dann gehe ich mal zu der Stelle hin und werde mal versuchen, da den einen oder anderen Fisch beim Laichen zu filmen. Oder die Fische beim Laichen zu filmen. Ich habe es eben mal versucht im Dunkeln, habe die Kameraleuchte angemacht und dann war natürlich direkt Feierabend da. Ich konnte es wagen, weil jetzt haben die Fische alles andere im Kopf außer fressen. Und da ist es auch egal, wenn man da mal die Leuchte anmacht da. Die sind jetzt schon fleißig wieder am Weiterleichen da und sobald es hell ist, ups, das war der Wind leider nur, da werde ich darüber gehen und da werde ich das ganze Schauspiel mal filmen für euch, damit ihr nicht seht, dass ich nicht hier irgendeine Scheiße laber, weil ich wenigstens fange oder weil ich nichts mehr gefangen habe bis jetzt, sondern das ist Fakt, die Fische sind total im Laichgeschäft, was mich natürlich wundert, dass sie nachts damit anfangen. Ja gut, dann sage ich einfach mal, schaut euch gleich die Aufnahmen an von den leichten Fischen.
Durch die schlechten Lichtverhältnisse in der Morgendämmerung ist die Videoqualität natürlich sehr schlecht geworden. Verzeiht mir bitte diese Kameraführung, aber ich musste hinter den leichten Karpfen hinterher filmen, weil ich konnte die Kamera nicht auf dem Stativ aufstellen. Die Karpfen haben immer wieder die Position gewechselt und daher war es mir nicht möglich, da eine wackelfreie Kameraführung hinzubekommen.
Ja, wie ihr gesehen und gehört habt, geht hier richtig die Post ab, hier an diesem Uferstreifen. Hier ganz vorne am Schilf und in den Büschen da, die voll am Leichen, die Jungs. Ja, wie ihr hört. Und wenn es gleich ein bisschen heller ist, dann versuche ich nochmal vernünftige Aufnahmen zu machen von Fischen. Leider sieht man das bei dem dunklen Dämmerverhältnis noch nicht hier im Morgengrauen. Gleich versuche ich das besser drauf zu kriegen. Mach vielleicht noch einen Polfilter auf die Linse drauf von der Kamera. Da sieht man dann ein bisschen besser die Fische. Aber das Wasser ist hier tierisch aufgewühlt. Ich denke mal nicht, dass man es viel mehr sehen wird. Ich will mich auch nicht zu lange von den Routen entfernen, falls hier doch noch was gehen sollte. Aber hier sind noch einige Graser drin in dem See und die könnten trotzdem noch beißen. Also sage ich einfach mal, lasst euch von den Aufnahmen berieseln, die noch folgen. Und dann sehen wir uns gleich zum Schlusswort. Da bin ich nochmal. Bastelstunde ist angesagt, weil vom ganzen leichten Karpfenfilm bin ich natürlich heiß wie Frittenfett geworden und erhoffe mir doch noch den einen oder anderen abzugreifen. Und zwar habe ich mich an einen alten Bericht erinnert von einem alten englischen Karpfenkollegen, der den im Augenmann in der Zeitung veröffentlicht hat. Und der hat in der Laichzeit mit einem Schottrekgut gefangen und zwar mit so drei einzelnen, ich muss mal meine Forstfinger aus dem Bild nehmen, mit so drei einzelnen kleinen Poppys übereinander. Ja, es fragt mich nicht, warum das so ist. Also er hat auf jeden Fall guten Erfolg damit gehabt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so hoffnungslos ist wie jetzt, wenn die Fische am Leichen sind, dann klammere ich mich natürlich an jeden kleinen Ast und natürlich dann auch an sowas hier. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Die Montage kommt jetzt dahin. Und dann schauen wir mal, ob nicht doch vielleicht noch was beißt. Man weiß es nicht. Also heute oder gestern Abend der Fisch, der hat zum Beispiel keinen Laich mehr drin gehabt. Vielleicht schwimmen noch die ein oder andere Fische da rum, die schon bereits abgeleicht haben. Man weiß es nicht. Ausprobieren. Oh, ich sehe gerade. Ich hätte mich auch mal wieder rasieren können. Ja, keine Angst, ich lasse mir keinen Vollbart wachsen, ziehe mir selbst im Sommer eine Wollmütze auf und mache einen auf Hipster Karpfenangler. Nee, ich bleib mir selber treu. Ich mag es Leute auch nicht. Aber rasieren müsste ich bald mal wieder. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Tut nichts zur Sache. Die Rute kommt jetzt rein und dann schauen wir mal. Vielleicht geht noch was. Thank you.
Ja Leute, es hat angefangen zu regnen und prompt hat die Laichaktivität aufgehört. Ich habe keinen Fisch mehr an der Oberfläche gesehen oder keine Laichaktivität mehr gesehen. Und eine halbe Stunde später bekomme ich zwei Fehlbisse auf dieses Shotrack mit den drei kleinen Poppys drauf. Also der Hänger ging immer bis zum Blank hoch und fiel wieder runter. Also zaghafte Anfasse, es können auch Brassen gewesen sein. Natürlich hakt das Ganze nicht so gut, wenn da so ein langer, so lange Boilies drauf sind, also so eine lange Reihe Boilies drauf ist. Das ist bestimmt nicht so gut, als wenn da der Pop-Up direkt am Haken hängt, wie es normal üblich ist, wenn man Shotrack. Aber ich hoffe, dass der eine oder andere doch den Köder vernünftig aufnimmt und doch hakt, weil es ein nachgeschärfter Haken ist. Normalerweise sollte das klappen. Ich habe jetzt die Hoffnung, ich habe jetzt noch 3 Stunden bis 11 Uhr, wir haben jetzt ungefähr 20 nach 8. Ich habe die Hoffnung bis 11 Uhr, bis ich einpacken muss, dass ich noch den einen oder anderen fangen kann. Weil die Aktivität hat gerade gezeigt, die haben doch Lust, wenn die nicht gerade am Laichen sind, zu fressen. Und ich denke mal, die Chance ist gar nicht so übel. Jetzt gerade, wo die Fische sich noch da in dem Bereich aufhalten, ich habe eben eine Kelle Futter drauf geworfen. Vielleicht fangen die jetzt an zu fressen und es ist ja nicht gerade wenig Fisch da. Also schauen wir mal. Dann würde ich sagen, entweder sehen wir uns gleich nochmal vor der Matte oder gleich zum Abschlusswort nochmal. Also sage ich einfach mal später. Ja Leute, meine Zeit ist um. Wir haben 11 Uhr. Ich habe alles versucht, um noch einen zu fangen, aber leider hat es nicht geklappt. Hin und wieder sieht man noch ein paar Fische, die am Ableichen sind, aber die haben es fast ganz eingestellt jetzt. Wir haben einen heftigen, starken, kalten Wind und wir haben jetzt Sturm angesagt für heute Nachmittag. Ich gucke jetzt, dass ich nach Hause komme, dass ich den ganzen Kram hier einpacke und nach Hause fahre und dann war es das. Ja. Ein Fisch, besser wie gar keiner, für eine kurze Nacht, gar nicht so übel, während der Laichzeit, damit bin ich eigentlich schon zufrieden. Ja, ich wollte mich nochmal bei euch allen bedanken für das tolle Feedback in der letzten Zeit. Also ich bin begeistert, was ich da an Zuschriften bekomme und an Zusprüchen bekomme. Da vergisst man schon mal leicht die Hater, die man so hat, weil die können einen auch schon mal so scharf machen, wenn man sich viele Mühe mit dem Video gibt und dann trotzdem viele Dislikes gibt und so, aber ich weiß ja mittlerweile, wer das ist und was das für Gruppen sind, die das machen. Das sind teilweise Leute aus dem eigenen Verein hier oder halt Leute von anderen YouTubern, Freunde oder die YouTuber selber, die einen versuchen zu vermürben mit diesen Dislikes, aber das ist mir mittlerweile sowas von egal, weil der Zuspruch ist in letzter Zeit so heftig geworden, also ich bin eigentlich nur überwältigt von dem ganzen tollen Zuschriften, die ich bekomme und nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und deswegen möchte ich auch meine Angelkameraden aus Österreich grüßen. Vor allen Dingen gibt es da auch jemanden, der sich besonders Mühe gegeben hat und mir ein tolles Feedback gegeben hat in Form von kleinen Videos, Videonachrichten. Und zwar war es der Ivan Enko, der hat mir quasi richtig, richtig guten Zuspruch gegeben und hat gesagt, ja, ich bin ein Anfänger, ich angle seit 3 Jahren auf Karpfen und du hast mir so viel geholfen mit deinen Videos. Also sowas freut mich natürlich total, wenn ich Anfängern damit helfen kann und wenn es dann auch nicht nur in Deutschland ist, sondern auch in Österreich bei unseren Angelbrüdern, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, da möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch für dieses tolle Feedback bedanken. Ja, ich packe jetzt meine Klamotten ein, wie gesagt, fahr nach Hause und dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns im nächsten Video. Schaltet wieder ein bei Big Fish Media und natürlich auf meinem Channel. Geht raus ins Wasser, fangt was, seid nett zueinander, Jungs. Bis zum nächsten Mal.